gewissermaßen mitgezählt, während nicht öffentlich gekegelt wurde. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, was machen Damen und Herren hinter verschlossenen Türen, wenn es ganz intim wird. Sie haben unter anderem, die Bild-Zeitung zitiert Sie am Montag dieser Woche, die journalistische Leistung erbracht und uns nahegebracht, die Vermutung, dass Rex Gildo homosexuell sei. Was jeder seit 30 Jahren weiß. Wir haben versucht, den Anwalt heute hierher zu bekommen. Der Anwalt sagte uns, mit solchen Leuten wie Ihnen, ja, und man spürte durch die Telefonleitung diese Handbewegung, die er machte, würde sich schon mal überhaupt nicht zusammensetzen. Wie lebt man mit diesem Prädikat Schmierfink? In dem Fall ziehe ich mir den Schuh gar nicht an. Denn wer wie Rex Gildo und viele andere in der Öffentlichkeit steht, muss, wie Herr Bartels zu Recht sagt, damit rechnen, dass man hinter die Kulissen blicken will. Das Publikum will nicht nur die Leistung des Künstlers auf der Bühne haben, sondern auch wissen, was er nach seinem Auftritt macht. Und ich glaube, dass es oft sogar die Künstler interessanter sind damit, was sie nach dem Auftritt machen, als auf der Bühne selber leisten. Also warum hat denn das Publikum ein Recht dazu? Sie gehören gar nicht auf die Seite der Journalisten. Also Frau, weil Sie gar nicht recherchieren. Ich habe mit mehreren gesprochen, die in Ihrem Buch beschrieben wurden als homosexuell. Ja. Jürgen Markus zum Beispiel ist nicht homosexuell. Jürgen Markus hat eben, sagt aber, darf ich bitte ausreden? Ja, bitte. Der also eben zwar gesagt hat, er hat seine Erfahrungen gemacht, das macht ihn aber nicht zu einem homosexuellen Menschen und Sie haben auch gar nicht mit ihm telefoniert. Jürgen Markus hat ohne Gegendarstellung bisher in Bild am Sonntag Folgendes gesagt. Wer schwul ist, soll es ausleben. Ich habe es ausgelebt, ich werde es weiter ausleben. Und wörtliche Zitate, soll ich Ihnen den Artikel vorlegen? Ich muss Ihnen mal etwas sagen. Und zwar erstens einmal, ich habe so das Gefühl, als hätten Sie eine Profilneurose und eine Erfolgsneurose. Ja. Ich möchte Ihnen etwas, Sie kommen mir so vor, ich meine, ich habe das schon mal gehört von Rosa von Braunheim und Sie sind der dritte Aufguss. Ja. Denn ich glaube, ein Homosexueller wird sicherlich nicht Sie als Wortführer haben wollen. Und die Prominenten, ich die sich die halten, noch bitte mal kurz Ihren Mund, Sie können dann nachher draußen reden. Und ich glaube, dass viele Prominente Sie bestimmt nicht haben wollen, Sie sind intelligent genug, Ihre eigene Meinung darzulegen. Ich habe mit Thomas Gottschalk ein Buch gemacht, mit kurz, ich möchte ganz kurz zum Schluss kommen. Ich habe, reden, zu, warum schon, haben Sie denn mit den Herren Herrschaften nicht geredet? Wenn Sie schon falsch zitieren, ich habe gesagt, wenn jemand schwul ist, dann soll er sein Leben ausleben, so wie er es will. Sie projizieren. Ich habe es ein Leben lang getan, haben Sie gesagt. Lassen mich nicht Sie ausreden, haben erzählt, dass Sie erpresst worden sind von Ihren eigenen Plattenmanagern. Deswegen, wörtliches Zitat in der Bild am Sonntag. Wieso haben Sie das nicht dementiert? Das ist doch etwas ganz, also Sie schreiben ja nur ab, meine Damen und Herren. Das ist wunderbar.